So, und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Wir sind zurück in Attika. Da habe ich gesehen, haben wir noch eine Quest vom Alkibiades. Den haben wir auch schon öfter mal irgendwas zu tun mit dem. Und da die Gold ist, müsste das ja noch irgendwie Richtung Hauptquest sein. Von daher schaue ich mal, was der Gute jetzt hat. Oder mit wem er schon wieder rumgeflirtet hat. War das nicht der? Ja. Alcibiades, du scheinst dich gut zu amüsieren. Auf die Götter ist Verlass. Ich wünschte, jemand so schönes wie ich wäre hier. Und schon kommst du. Ah, ja. Es ist schon fast unrecht, dass wir beide am selben Ort sind. Jetzt müssen sich alle anderen schlecht fühlen. Kümmer dich nicht um die. Die armen Narren haben ihr Schicksal akzeptiert. Die Götter wollten, dass es den meisten an Schönheit mangelt, während wir im Überfluss baden. Du bist ja gut gelaunt. War sicher eine tolle Feier. Gibt es noch andere? Ich habe ein kleines Problem. Es ist ein wichtiger Politiker hier, der dringend nach Hause muss. Aber bei den Göttern, ich bin hier unentbehrlich. Ich bringe ihn sicher nach Hause. Alles klar. Ja, sicher, genau. Es ist kein schwieriger Weg, aber es kann durchaus sein, dass du ihn tragen musst. Den Glücklichen. Lass ihn doch hier übernachten. Würde ich, aber es ist nie gut, wenn ein Politiker über Nacht bleibt. Ich habe da meine Regeln. Überrascht mich, dass du Regeln hast. Du weißt, wie die sein können. Wollen ununterbrochen reden. Das ertrage ich nur für begrenzte Zeit. Aber für dich würde ich alle Regeln brechen. Ja. Was macht ihn eigentlich so besonders? Tja, es hatte irgendwas mit dem Volk zu tun, glaube ich. Götter, ich weiß es nicht. Du könntest auch fragen, was ich vor 10 Tagen gegessen habe. Also so wichtig ist er nicht. Oft. So oft ich nur kann. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Übung, Übung, Übung. Je öfter ich feiere, desto größer die Chance, einen klareren Kopf zu haben als die anderen. Also willst du dir einen Vorteil verschaffen? Bei Verbündeten? Niemals! Wahrlich, lass uns nicht davon sprechen. Na gut. Ich versuche, den Politiker nach Hause zu bringen, bevor er völlig weggetreten ist. Wunderbar. Bringe ihn zu seinem Haus nördlich des Hafens von Piräus. Du solltest es dort in der Nähe finden. Wo auch immer das gerade war oder ist. Ja, ich hoffe, du kotzt mir nicht über die Schultern. Die Welt dreht sich und hüpft auf und ab. Natürlich. Tut sie das. Jetzt muss ich besoffene Politiker schon durch die Stadt tragen. Yay. Jo, mache ich. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Warum auch immer. Ich hab euch ja nichts getan. Denke ich. Lalala. Und ich habe keine Kopfgelder mehr. Ach, ist das schön. Ein völlig unbeschriebenes Moment. Blatt. Warum gehen wir hier lang? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Kommt mir nicht bekannt vor. Ja. Er hat gesagt, du wohnst hier. Wer weiß, bei wem ich den jetzt wieder ablege. Wo muss ich denn mit dir hin? Bin ja schon so ziemlich richtig, aber doch noch nicht so ganz. Nee. Mit dir kann ich jetzt nicht wirklich groß klettern.
Ja. Gute Frage. Komm ich da hinten irgendwo hin, wo ich vielleicht hin möchte? Der Weg schaut richtig aus. Warum hast du mich hergebracht? Ist aber auch die letzte Gosse hier, oder? Ob er wirklich hier wohnt? Ich würde mal nicht sagen. Genau wie angekündigt. Mach die! Ist der jetzt auch tot? Ja. Okay. Ich glaube, der hat das nicht so ganz überlebt. Da ist ja schon wieder was von dem. Meine Güte. Was hat der denn in dieser Stadt wieder zu tun? Mal gucken, was er diesmal für eine Party schmeißt oder wen er diesmal verarscht. Also wollte der auf Deutsch diesen Politiker loswerden. Er hätte aber auch einfacher sagen können. Ich bin da ja eigentlich moralisch meistens sehr flexibel. Göttin des Krieges und der Weisheit. Ich frage dich, erfreut es dich? So. Einmal wieder durch die ganze Stadt. Nur fliegen ist schöner. Und alle Knochen sind gebrochen. Aber ich war in meinem früheren Leben wahrscheinlich mal ein Vogel. Deswegen habe ich hier auch so eine persönliche Beziehung zu dem Adlervogel. Von daher kann ich fliegen und es passiert mir halt nichts, wenn ich hunderttausende Meter runterfalle. Alles halb so wild. Grüßen. Was ist hier denn schon wieder los? Kneipe. Du scheinst immer dann aufzutauchen, wenn ich dich brauche. Ich habe wohl verborgene Kräfte. Kommt es jemals vor, dass du mich nicht brauchst? Guter Punkt. Der Politiker, den ich nach Hause brachte, wir hatten ein bisschen Ärger. Das ist ja furchtbar. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Mir schon. Doch die Natur kann grausam sein. Wilde Tiere griffen uns an. Er wurde förmlich zerrissen. Verstehe. Tja, Pläne können sich ändern. Das scheint dir nicht viel auszumachen. Was sollte ich auch tun? Vergessen wir lieber, dass es je geschehen ist. Tu so, als hättest du den Mann nie gesehen. Mhm. Du hast gesagt, du brauchst etwas? Ah, gleich wieder zum Geschäft. Hm? Gut, es ist einfach, wirklich. Du sollst mir lediglich einen Gegenstand von großem ideellen Wert beschaffen. Und was? Wie kann ich ihn finden? Es ist ein Olispus. Würde er auf dem Boden liegen, würdest nicht mal du dich bücken, um ihn aufzuheben. Aber mir bedeutet er sehr viel. Ihn wieder in den Händen zu halten, bedeutet mir mehr, als du ahnst. Ein was? Ich hätte nie gedacht, dass du so sentimental sein kannst. Ich bin viel mehr als ein hübsches Gesicht und wallende, blonde Locken. Zum Beispiel? Nun, mal sehen. Viele vergessen, dass ich ein Weise bin. Herikles ist nicht mein Vater. Ich weiß, wie es ist, seine Familie zu verlieren. Ah, das haben wir gemeinsam. Es steckt doch mehr in dir, als ich gedacht hätte. Nun, wo waren wir? Du bist erwachsen. Hol ihn doch selbst. Das stimmt. Aber es könnte durchaus sein, dass die Frau, die ihn hat, nicht sehr erfreut wäre, mich wiederzusehen. Ah, ja. Es muss doch eine Geschichte zu diesem Ding geben. Wenn du den Olispus siehst, wirst du verstehen. Wenn du ihn in der Hand hältst, an deiner Haut spürst, wenn du sein Gewicht fühlst, wirst du verstehen. Was ist ein Olispus? Jedes Mal, wenn wir reden, bist du im Begriff, mit jemandem zu schlafen. Oder würdest gern. Oder bist gerade fertig. War diese Frau die aktuellste? Wer sagt, dass ich mit ihr schlief?
Nur eine Ahnung. Wie findest du überhaupt Zeit für was anderes? Überlegene Willenskraft. Ja, klar. Es geht um die Nähe, die man nur in diesen Momenten spürt. Wer sehnt sich nicht danach? Ich hol den Olympus für dich. Es ist möglich, dass die Frau ihn selbst behalten möchte, um mich zu ärgern. Am besten bleibst du ungesehen und beeilst dich. Sie lebt östlich von hier. Keine Sorge, du wirst ihn bald in Händen halten. Mhm. Ich nehme an, das ist er. Er besteht aus Steinen. Okay, ich hab den schon. Okay, praktisch. Da ist das Prachtstück. Du hast ihn. Hm. Ich hatte ihn anders in Erinnerung und auch nicht so groß. Sie wird ihn vermissen. Er hat dir nie gehört, oder? Das war ein Diebstahl. Es ist nicht irgendein Olympus. Es ist ein Familienerbstück und das Selbstvertrauen eines Gatten. Ohne ihn muss er sich auf seine Frau konzentrieren, statt auf das Geschäft. Ich schätze, das dürfte ihr sehr gefallen. Ja. Er hat ideellen Wert, nur nicht für dich. Das Einzige, was zählt, ist, dass du den Olympus besorgt und mir sehr damit geholfen hast. Und was ist mit mir? Na, na, eine Hand wäscht die andere, oder? Schließlich gibt es einen Grund, warum du mich nie abweist. Wie wär's, wenn ich dir zeige, welchen Unterschied dieser Olympus machen kann? Weißt du, du hast mich neugierig gemacht. Probieren wir es aus. Ich wusste, dass es dich reizen wird. Alles klar. Oh, das war mal was anderes. Oh ja, aber man gewöhnt sich dran. Ich hoffe, du hast recht. Alles klar. Wie auch immer. Ja, dann halt mal anders. Gut, ich halte mich da raus. Mal schauen, was er noch für uns hat. Das ist ein komischer Count. Und ständig irgendeine andere Schweinigkeit, eine andere Blödsinnigkeit oder eine andere Party und besoffen in der Ecke. Der ist echt gut drauf. So, Hafen. Fast in die Kohlepfanne. Das wäre ein bisschen warm geworden, glaube ich. Naja, auch mal nicht schlecht, mal ein bisschen nachts unterwegs zu sein. Jaja, ich weiß, ich soll da nicht hin. Ein Schatz ist da drin. Genau da, wo die ganzen Leute sind. Hm? Ist klar, ne? Das lassen wir lieber gerade mal. Ich möchte gerade aktuell noch nicht die ganze Stadt hinter mir haben. Jetzt wird es langsam wieder morgen. Koma-Lager. Mhm. Hallo. Ich habe wirklich diese Kraft. Ich sagte doch, ich könnte dich heraufbeschwören, wenn ich dich brauche. Und nun ist es wieder passiert. Und wofür dieses Mal? Mein Freund hier muss unbedingt zum Heiligtum in Eleusis, nahe der Grenze nach Megaris. Das letzte Stück der Reise über die Grenze schafft er dann allein. Das schaut aber aus wie eine Frau. Wenn du die Kraft hast, mich herbeizurufen, wenn du mich brauchst, hör auf, sie zu nutzen. Oh, ich... Nein, das wäre zu einfach. Und überhaupt, die Kraft funktioniert nicht jedes Mal, leider. Du warst letzte Nacht nicht bei mir, egal wie oft ich an dich gedacht habe. Mhm. Also zur Sache. Ich soll deinen Freund nur über die Grenze bringen? Ja. Sonst nichts? Vorsichtig, wenn es geht. Meide Straßen, Menschen. Sei unsichtbar. Meinem Freund darf nichts zustoßen. Ich werde auf ihn aufpassen. Das hatte ich gehofft. Immer wenn ich etwas heimlich für dich tun soll, stirbt jemand. Worum geht es diesmal? Nicht jeder hat so wunderbare Muskeln wie du für... Nun ja, für alles halt. Manche gehen kämpfen eben besser aus dem Weg. Und mehr verlange ich dieses Mal gar nicht. Ein Meuchelmörder. In der Gegend gibt es viele sichere Wege. Dein Freund schafft das auch allein. Vielleicht.
Aber stell dir vor, ihm passiert etwas und du rettest ihn. Stell dir nur vor, wie ich dir meine Dankbarkeit zeigen würde. Warum kommst du mit sowas immer zu mir? Du hast dich als würdig erwiesen und ich sehe gern zu, wie du weggehst. Dann brechen wir auf. Er muss zum Heiligtum in Eleusis. Es ist nicht weit, auch wenn es länger dauern könnte als gewöhnlich. Gar kein Problem. Und warum sollte das länger dauern? Ich bin froh, dass wir nicht übers Meer reisen. Sei doch, das ist eine Frau. Die Erdes hat mir von dir erzählt. Du seist von den Göttern gesegnet. Und los. Sehr unauffällig. Richtig unauffällig mit dem Pferd. Durch Stadttor. Hoppala. Richtig angerempelt. Aus Versehen. Na, das kommt. Ein bisschen Holz nehme ich aber mit. Was braucht man immer? Ja, bis jetzt ist es noch sehr ruhig. Los! Los! Hey! Bisschen blöd treffen lassen. So, wo gehst du denn hin? Bisschen Leder. Wo rennst du denn hin? Sind wir nicht von da gekommen? Hallo. Oder hast du gerade irgendwie anderweitig Probleme? Militärhafen von Piraeus. Los, nicht sehen lassen. Ich gerade auch sagen, ist glaube ich nicht so gut hier drin rumzurennen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich gerade sagen, die hat irgendwie gerade Wegfindungsprobleme. Und nun? Ist das dein Ernst? Wo läufst du denn hin? Hallo? Also ganz richtig schaut der Weg nicht aus. Definitiv nicht. Also irgendwas stimmt da nicht. Aber ich kann jetzt nicht einfach weggehen oder sonst irgendwas machen. So, und nu haben wir uns verlaufen, ne? Bringt auch nichts, die anzurempeln. Wenn ich jetzt mal stehen bleib. Beruhigst du dich dann vielleicht?
Irgendwas läuft da schief. Befehlshaber, Kriegsvorräte, Schätze. Nee, gerade nicht. Gute Frage. Schau mal, dass sich die irgendwie wieder beruhigt. Wenn das nicht funktioniert. Läufst du wieder normal? Dann müssen wir da irgendwas anderes machen. Die läuft als hätte sie in die Hosen gemacht. War es eigentlich nur das Ziel, diese Wegelagerer auszuscheiden? Weil im Prinzip sind wir jetzt gleich wieder da, wo wir gestartet sind. Von daher, so weit sind wir ja gar nicht weg. Oder laufen wir denselben Weg jetzt wieder? Nur diesmal ohne Pferd. Na gut. Ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir da sind, wo wir gerade schon mal waren. Wenn es gefallen hat, denkt wie immer ans Däumchen. Und bis dahin, macht's erstmal gut.